Also zurzeit haben wir jetzt eine Sonderausstellung zu dem Maler, Illustrator und Grafiker Felix Heinisch. Felix Heinisch war auch hauptsächlich Zierzeichner gewesen und war eben auch Dozent an der Königlichen Akademie der Künste gewesen. Das Interessante daran ist, dass er eigentlich in Vergessenheit geraten ist, aus welchen Gründen auch immer, wenn man es betrachtet, eigentlich sehr anschauliche und qualitativ hohe Zeichnungen und Gemälde sind. Wir hatten vor 25 Jahren halt die Stadt Brunner das Glück gehabt, in einer Auktion Bilder zu erwerben. Und da sind wir eigentlich erst mit den Namen wieder konfrontiert worden. Und jetzt im Laufe der Jahre konnte das Museum durch Internetplattformen verschiedene Werke auch noch erwerben, die wir jetzt auch hier ausgestellt haben. Wir haben uns nur diesmal mehr konzentriert auf die Tierzeichnung, weil die sehr vielfältig sind und auch räumlich fehlt ein bisschen der Platz. Und da haben wir gesagt, die Tierzeichnung ist jetzt auf die sind das Hauptaugenmerk gelegt. Und das war ja auch sein Œuvre das Wichtigste gewesen. Also erstmal, wer sich mit Brunner Geschichte dafür interessiert, ist ja ein Sohn der Stadt. Und dann sage ich auch mal, es ist sehr gut dargestellt, Tierzeichnungen, wie man sie kennt. Und nicht nur die exotischen Tiere im Leipziger Zoo, weil er war ja befreundet mit dem Zoodirektor, den Herrn Karl Schneider. In seinem Auftrag hat er auch ein Buch illustriert mit Tigern und Löwen unter einem Dach. Das erschien 1936. Aber er hat auch die Nutztiere dargestellt. Und da sieht man noch so vieles, was man heute gar nicht mehr kennt. Pferdegespanne, Ochsengespanne. Also das ist schon sehr interessant. Und wir haben auch hier hinten eine Tafel. Er hat ja im Kroner Land dann in den 20er, 30er Jahren gelebt und hat auch das Kroner Land in all seinen Facetten auf seinen Bildern dargestellt. Die Ausstellung ist bis zum 30.04.2018 zu sehen.